Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Jo, mit einem komischen Hornlio? Okay. Was ist denn das für ein Hornlio? Ich will es fangen. Direkt ins Auge gestochen, okay. Bin jetzt gerade erst hier hingeportet. Ich war am Meinen. Und ich habe da ein bisschen Platz gekümmert. Ja, die Bäume gefällt und neue Bäume angepflanzt. So Sachen. Oh, schillend. Was? Es ist ein Sch. Okay, Hornlio ist so ein bisschen grünlich. Ganz, ganz hellgelb. In schimmernd. Muss ich gleich ausrüsten. Wo ist der PC eigentlich? Wir müssen einen PC machen. So, zuerst mal kurz essen. Ich bin eben meinen gewesen. Und ich habe wieder keine Diamanten gefunden. Wir müssen noch ein bisschen warten mit dem Verzaubern. Und, also ich habe, glaube ich, 2 und ich brauche 3. Also, der Birkenbaum ist wahrscheinlich schon fast ausgewachsen. Ich denke, es werden nur 7 sein. Ich habe sehr lange gewartet. Und nebenbei das Taubsi trainiert da links. Das ist jetzt auf Level 14. Ist ja immer noch rosa, also es färbt sich jetzt nicht. Weiterentwicklung wird wahrscheinlich auch rosa bleiben. Jo. Okay. Gut, dann habe ich eben hier noch ein bisschen Loot von Mobs, also von einem Pokémon. Aber ich will mal in eine Ultra-Dimension gehen, genau. Wir müssen zuerst ein fliegendes Pokémon haben, ich weiß nicht, ich stecke mich hier nicht hoch. Dann habe ich eben ein bisschen Holz gefällt, genau, der Wald, das sind alle Stämme vom Wald. So, jetzt tun wir einfach mal die Sachen hier rein und die sortiere ich dann in die richtigen Kisten rein. Genau. Was wollte ich noch machen? Genau, der Backpack. Sehr gut. Was ist das für ein Pokémon hier unten? Ein Webrock. Genau. Und... Hier haben wir irgendwie einen Loot, glaube ich, vom letzten Part. Oder vom vorletzten. Genau, und die habe ich noch nicht einsortiert. Die sind schon älter. Gut, also, wir machen jetzt zuerst einmal einen PC. Oder sollen wir zuerst ein Ding machen? Wir haben einfach ein paar Eisenbarren gecraftet, also geschmolzen. So, dann schauen wir mal. Oder wartet kurz. Ich habe 2 Fäden. Ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Ich habe Lederschuhe wahrscheinlich noch nicht direkt, oder? Ja, genau. Ja, scheinbar schon. Jo, ich habe nur Kettenstiefel. Haben wir Leder aber. Wir haben noch Leder, aber das ist zu wenig. Okay, wir machen zuerst einen PC. Ich wollte die alten Turbo-Träte machen, damit wir schneller laufen können. Ich muss jetzt mal schauen. Ja, das ist ein PC. Brauner PC, schwarzer PC. Ich möchte aber... Ein weißer PC. Kann ich den kräften PC? Wir haben das letzte Mal gemacht. Ich mache einfach den normalen PC und der ist irgendwie... Den gibt es gar nicht mehr, weil jede Farbe vorkommt. Ah, hier. Aluminiumbaren, Redstone-Lampen. Glowstone haben wir genug. Wir finden nicht so viel Glowstone von Pokémon. Haben wir Obsidian? Dann gehen wir doch ins Nette. Ja, wir haben 2 Obsidian. Die nehmen wir mal mit. Ja, wir müssen uns besser vorbereiten, scheinbar. Da haben wir auch nochmal Obsidian. Wir müssen ins Neffe und dort Glowstone abbauen. Das andere macht keinen Sinn. Ein Feuerzeug haben wir. Nehmen wir auch schon mit. Aber ich wollte noch kurz schauen: Diamanten. Wir haben wirklich nur 2. Also müssten wir heute noch ein bisschen meinen. Ich denke, ich nehme dir mal in den Rucksack mit. So, und wir gehen einfach mal kurz wieder ein bisschen weiter erkunden. Das macht mehr Spaß. Dann bin ich im nächsten Part dann hoffentlich fertig da mit dem Sammeln von Diamanten. Ist jetzt einfach noch ein bisschen zu lange gegangen für mich. Jo. Also, wir müssen nach Norden. Ja. Jetzt ist die Map schon wieder so blöd aufgedeckt. Wegen dem unter Erde sein. Ja, okay, gut.
Da haben wir noch ein Portal, da wo wir hinschauen. Und da rechts unten ist eine Stadt, das ist sehr gut. Dann können wir doch den PC dort mal nutzen, wenn einer dort ist. Genau. Unratytox, genau. Das war so eine Meme. Ich habe ja die Platin- und Diamant-Edition nicht gehabt. Aber die Kollegen haben immer gesagt, ich habe das Müll-Pokémon, ich bin Legende. Ich habe Müll. Jo, das wäre auch ein Pokémon, das wir wirklich trainieren müssten. Das ist klar. Ja, jetzt nochmal. Oh, wie die Bäume wieder aussehen hier. Genau, und ja. Oh, und diese Samen, habe ich da nicht eins? Nein, ich habe eins nicht gekriegt, weil es zu stark war, das Pokémon. Okay, wir holen uns. Das kann ja gar nicht kämpfen, stimmt. Ja, ist zu stark, Bodycheck. Ich möchte einen Bisasam. Nein, nicht schon wieder Egelsam. Okay, gegen Pflanze nicht sehr effektiv, stimmt. Pflanze ist gegen Ding effektiv. Ja, dachte ich mir, ich hätte das falsch gemacht. So, immer schön doppelkicken. Bisasam, das ist eines der Lieblings-Pokémon. Ich glaube, viele mögen es irgendwie am wenigsten von der ersten Generation, von den Startern. Ich muss gerade ein bisschen nachdenken. Es war eigentlich beliebt manchmal, weil es irgendwie stark war oder so. Also ich mochte Bisasam sehr, obwohl ich eigentlich Glumanda natürlich liebte, weil ich ja ein Drachenfan bin. Habe ich eigentlich Bisasam wirklich gerne manchmal genommen. Wahrscheinlich einfach, weil ich dann Dragoran oder so genommen habe. Brauchte ich Glumanda eigentlich nicht unbedingt zu nehmen. Und jo, weiß es auch nicht genau. Aber Bisasam hatte ich oft. So. Also ich finde es noch interessant, obwohl ich eigentlich Gekabor-Fan bin, von den Pflanzen. Ja, es ist natürlich schon doch auch top. Endivier mochte ich überhaupt nicht. Ja, das ist natürlich ein typisches wir haben wieder Obsidian. Ein japanisches Form-Pokémon. Und das mögen viele halt nicht. So sind halt die Japsen eigenständig und ja. Manche mögen so Comic-Sachen, aber. Also Manga, sorry. Aber viele, denke ich mal, nicht unbedingt so fest in Europa. Dass man sagen könnte, ja. Wir würden das supporten und so. Aber wie findet ihr solche ja, Manga, Anime, Pokémon, die wirklich so ein bisschen komisch sind? So ein bisschen zu hell, zu große Augen, zu runde Körper und so. So Sachen. Oder die Haare. Die Haare finde ich noch interessant. Wie zum Beispiel von Ash Ketchum. Genau. Aber ich bin echt nicht so drin in Manga und Anime wie andere. Ich fand es immer schon zu kindisch. Also, ja. Eigentlich bin ich nicht so einer, der so schnell kindische Sachen, also nicht mag, aber jo, ich möchte es jetzt nicht unbedingt vorziehen einem irgendwie realistischen Erwachsenenspiel oder so. Sondern eher wie. Jo, ich brauch's nicht unbedingt, ist aber toll, manchmal zu sehen und zu haben. Jo, einfach nicht gerade so fest. So, ich möchte gerne Panikon trainieren. Deshalb wechsle ich auf. Ich würde jetzt das jetzt gerade nicht mehr so trainieren, weil es einfach zu starke Pokémon generiert. Ich möchte irgendwie die Level ein bisschen zusammen haben. Gegen dann das. Ja, ist ein Kampf. Okay, es stirbt aber bald. Ich will eigentlich die Pokémon nicht unbedingt besiegen lassen wollen. Oh, zu viele Items schon. Das ganze Portal ist jetzt fast abgebaut worden. Jo, gut. Also ich möchte ja unbedingt das Ding haben. Deshalb muss ich da nach Süden. Ich möchte unbedingt das Shiny Hornlew haben. Ja, da haben wir noch ein paar von diesen Pokémon, aber
Die sind zu hoch. Welches Pokémon ist noch gut gegen Pampuli? Ich müsste eigentlich Carpador trainieren noch. Velocity ist leid. Ja, okay. Greifen wir das so an. Also Velocity, unser liebstes Pokémon. Echt cool. Und schwul. Tut mir leid. So. Also, cool ist es nicht, aber schwul ist es cool. Nein. Ist doch toll, dass es irgendwie so ein bisschen, ja, auch männliche Pokémon oder weibliche Pokémon in Rosa gibt. Ist doch nicht schlimm. Ist ja überhaupt nicht schlimm. So, Saphir, ja. Komm. Ich habe ja sowieso Saphir noch im Inventar, genau. Noch nicht ausgenommen. Und hier ist Rubin, dann nehmen wir das auch noch mit. Ja, was sollte ich noch sagen mit der Villa? Ich fange an mit Käfer. Mach einfach mal so 20 mal 20 irgendwie. Da hat ja viele Erze. Und immer so Segmente, oder? Und eventuell Türme bei tollen Bautypen. Also wo man gut bauen kann, mache ich Türme, sonst mache ich hier nicht so fest hoch. Genau. Können wir da gut besiegen. Carpador, komm. Du schaffst das. Rauchwolke ist aber nicht so gut. Gefeuerodem schon auf Level 10? Krass. Du bist ja ein richtiger schöner Drache. Ein flotter Drache, du. Krass. Boah, es. Nein, das ist jetzt nicht gut. Lieber austauschen. Komm, Taubsi, zeig dein Können. Okay, das bekommt nicht so viel Schaden. Ciao, ciao, ciao. Wir haben gewonnen. Wir sind Weltmeister. Noch nicht ganz. Also Pokémon-Meister vor allem noch nicht. Ja, wir werden auch Weltmeister in diesem Spiel, klar. Wieder ein Tanzer. Aber das ist doch auch eine andere Farbe. Tanz ist. Das muss ich fangen. Apparatus. Apparatus, okay. Komm. Bro, krass. Direkt. Komm, das sind auch gute Fangchancen, floppbar. Sieht man jetzt, dass es speziell war? Nein. Hä, das war doch braun. Nein, es war grün. Nee, es war grün. Es ist kein Shiny, aber Hauptsache, wir haben es gefangen. Aber meine Güte, das sieht immer so ähnlich, also immer wieder anders. Also sieht immer Shiny ähnlich aus, also immer anders. Man kann sich gar noch nicht so erinnern, was war es ist, oder? Boah, hier ist wieder Schwarzeichenwald. Ja. Schon wieder ein Schwarzeichenwald. Krass. Nehmen wir über die Säge mit, ja. Und vielleicht hier noch. Oh, Wiederball wieder. Schon wieder ein Wiederball. Feuerheil ist wichtig. Ach komm, das Fleisch ist auch wichtig. So, können wir sowieso nachher noch einen Wegpunkt machen in der nächsten Stadt. Und ja, hier ist es. Hier ist die Stadt. Ich sehe aber fast nichts. Lieber die Fackel rausnehmen. Oh, das ist wieder eine grüne Stadt. Schon wieder eine grüne Stadt. Uiuiuiui. Es ist langsam ein bisschen langweilig. Okay, es ist erst die dritte. Aber dennoch, ja. Grüne Stadt 2. Oder? Ich habe eine ja große Stadt genannt. Ja, das ist schon okay. So. Schon wieder schlafen. Okay. Ja. Gut. Also, dann tun wir mal eintauschen. Mal ein Leder. Noch ein Leder brauchen wir. Was ist hier noch? Ich sehe gerade nicht, was hier noch ist. Da haben wir noch einen Tisch. Da oben sind irgendwo die. Genau. Behutsamkeit ist ja gut, aber ja, wenn wir noch keine Biome haben, die
Misail oder Pozol haben, bringt es das auch wirklich nichts. Der Wiedeball und so müssen wir dann. Mal kurz schauen, was neu, aber dennoch. Okay, die zwei Sachen. Jetzt muss man das doch hier rein tun. Dann haben wir hier noch, genau. Da unten haben wir irgendwo die. So, dann haben wir noch spezielle Blöcke. Ja, die machen wir auch hier rein. Genau. Und irgendwo ist noch ein Trank. Genau. Und Orwasher. Stein. Edelstein. Ist nicht hier. Ne. Machen wir den hier rein. Gut, haben wir wahrscheinlich das erste Mal. Ah, vorher ist das sogar. Krass. So, und dann haben wir nochmals ein bisschen Loot. Das ist aber jetzt schneller. Eingeräumt. So, eine Blume kommt hier rein. Dann haben wir nur noch die Kiste zu füllen. Ah ja, Goldblock nicht. Dann haben wir noch so. Und Goldblock kommt auch hier rein. Gut. Ah, noch. Hier. Magma. Block, genau. Und noch den blauen. Genau. Nicht vergessen, Drago. So. Jo, ich tue mal die Flug-Pokémon ein bisschen reduzieren, denke ich. Ja, okay. Ist nicht so schlimm. Der ist wahrscheinlich hellblau. Der komische Krebs. Einsiedlerkrebs oder so. Kann das sein. Und ja, jetzt gehen wir zurück. Grüne Stadt 2. Und schauen mal hier, ob wir... Wir hätten Behutsamkeit. Wir könnten einen Briefkasten, aber... Wieso ist hier schwarz? Wieso es liegt hier ein Kühlschrank? Und wieso ein Ventilator? Okay, das ist... Das ist eine Meißel. Also einen Amboss brauche ich. Den nehmen wir mit. Gut. Ja, Schleifstein auch. So. Und wieso haben wir hier Schwarzstein? Was macht er? Was macht er mit dem Schwarzstein? Ein Illumino Cake. Galette, okay. Yonoko-Beere. Also ich habe ein paar Beerenbüsche nochmal angepflanzt, genau. Und habe gesehen, die Beeren, die wir im letzten Part mitgenommen haben, die haben wir schon gehabt. Aber ja, man weiß es nicht auswendig, wenn die noch ein bisschen unbekannt sind. Später merkt man das besser. Sind wir schon wieder voll. Ist schon krass. Und du da? Hey, wusstest du, dass wenn man einen Voltball an einen Transponder anschließt, man die Kommunikationsreichweite erhöht und den Betrieb integrierter Sensorik ermöglicht? Hörst du mir überhaupt zu? Nein. Kein Bock. So, da haben wir wieder Knochencurry. Gewürzmix. Hey, das ist so geil, was man da so für Loot bekommt. Ein Ufkraut. Jo. Einsortieren. Ja, ja, ja. Drago macht's mit viel Spaß. Das macht so Spaß, dem Drago. Das ist ein PC. Kommt mit. Und so ein Gemälde. Oh, nur ein Gemälde. Oh ja. So etwas. Und Pikachu muss auch mitkommen. Das machen wir dann in die Käfer ein. Passt sehr gut. Ja. Pikachu, das Käfer-Pokémon. Waschmaschinen brauchen wir nicht. So. Dann können wir hier nochmal rein. Ah. Hey. Dann müssen wir hier rein. Ich glaube, hier waren wir schon gewesen. In Knilz wollte ich erfahren. So. Ich brauche einen Knilz zum Pokémon fangen. Yay. Sehr gut. Rotomur. Soll das eigentlich Maulwurfmotor heißen oder was? Waren wir jetzt hier drüben? Ne, hier waren wir drin. Ne? Mann, die... jetzt verstehe ich nichts mehr in die Richtung. Weil die, die Häuser so gleich aussehen, oder? Ist man einfach ein bisschen verwirrt. Wo was ist? So. Jo. Bambiri. Könnte sein, dass wir das haben.
weiß nicht genau, ob wir den Busch haben. Auf jeden Fall haben die Früchte und können also die dann auch noch anpflanzen. Gut, dann haben wir hier drüben eben nochmals den, den wir nicht abgebaut haben. Hier haben wir aber noch Kisten. Genau, das ist ein Haus, wo wir noch nicht waren. Also nur einmal kurz. Genau. Und hier haben wir auch noch mal Smaragde. Eine Blume. Ja, krasse. Ja. Ich weiß. Ich sammle zu viele Items. Ich nehme sie einfach mit, damit wir sie haben zum Bauen. Also merken wir uns das Haus. Gehen mal wieder kurz zurück. Wenn wir ohne teleportieren würden spielen, wir würden ständig heim müssen. So richtig lange Laufzeiten, oder? Da sind die. So. Ist noch gelber Farbstoff und den mache ich eigentlich immer hier bei den Blumen rein. Genau. So, dann haben wir mal noch zum Beispiel Gemälde, so ein Tisch, Fleischstein, PC. Und wir haben mehrere Bären, das machen wir einfach mal. Genau, eine Platte rein. Hier noch ein bisschen Essen. Und schauen einfach mal. Was haben wir hier? Barbiri. Ja, ich wusste es. Also den haben wir unnötig mitgenommen. Crambo. Crambo. Irgendwie bunt. Haben wir irgendwelche bunte Früchte irgendwo? Genau, hier habe ich ja die Abricoco angepflanzt. Ist das Crambo? Ja, Crambo haben wir also auch schon. Es gibt nicht mehr so viele Büsche. Also, ja. Also wir haben, ich habe hier schon mal gepflückt, genau. So. Brunus. Brunus habe ich mir, glaube ich, auch. Brunus könnten die. Ne, sind nicht die. Bunking. Okay, dann haben wir die noch nicht. So, silbrig. Und Hummel. So punktet grün. Ja, ich denke, die haben wir auch nicht. Nee, nee. Gut, dann haben wir zwei wenigstens neue. So. Genau, hier habe ich auch noch ein bisschen abgeerntet. Mal kurz schauen, wegen Shinies oder so. Also eigentlich, weil jetzt die Pokémon-Menge höher ist, müssen auch mehr Shinies kommen. Aber ja, ich wollte ja noch euch die Dinge zeigen, die Pokémon. Also wir müssen noch ein bisschen vorwärts machen. Und deshalb müssen wir hier durch und dann gleich rechts sollte das Haus sein. Ah nein, es ist das Haus hier vorne, genau. So. Noch ein paar Sachen mitnehmen und dann eigentlich zum Pokémon-Sender gehen und dort, ja, die Dinge. Oh, boah, hier sind viele, viele. Shit. Darum, genau. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Sachen mit. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder voll. Wir haben ja auch einen Rucksack nicht ausgeding. Also könnte eins sein. Das ist, glaube ich, die Sommerform. Nein, das ist die Frühlingsform. Ist die Sommerform Rose? Da ist das Pokémon-Sinn. Und hoppla. Du siehst auch ein bisschen anders aus, aber du bist immer so orange. Und nicht braun. Ich denke immer, Bären seien braun. Nee, nicht alle. So. Gib mal gute, gesunde Pokémon mit. Wie der aussieht. Dein Geist ist voller Bohr. Nein, vergiss es. Ich lasse dich alleine leben. Oh, da fühlt sich schon Pedro. Nein, nicht Pedro. Ja, schwul. was wollte ich machen? Genau, Schallelos habe ich noch gefangen. Genau, ein Ditto. Es war lustig. Ich habe ein zweites Taubsi gefunden. Dachte so, ja, okay, das ist Level 11 und meins war irgendwie Level 7. Und da dachte ich, ja, ich fange es einfach nochmal noch. Und dann ist es ein Männchen gewesen, glaube ich. Oder es war gar kein. Ja, weil Ditto ja auch kein ist, oder? Und hat es sich nach dem Fangen in ein Ditto verwandelt. Zurückverwandelt. Und genau das Radfratz ist dieses Pokémon. Ich glaube, Papuli will ich jetzt momentan nicht mehr. Nein, ich will es ja mit dem... Ach, dann muss Pedro raus. Okay. Pedro einfach mal raus. Genau, einen Knapfel habe ich auch noch gefangen. Kein cooles Pokémon. Ein Drache mit einem Apfel gemischt. Knilz wollte ich eigentlich rein tun. Ich will das zuerst trainieren. Also
noch ein Level machen. So, weiß ich, dann Ding. Das haben wir das letzte Mal gefangen, glaube ich. Und wo war das Gnadeshorn, Liu? Mann, es ist schwer. Ja gut, das Hornliu muss warten. Das machen wir dann wirklich, wenn wir bauen. Dann tun wir einfach mal ein bisschen Pokémon farmen, trainieren, die Käfer sind. Und ich weiß nicht, entweder Erde oder irgendwas, was auch nicht so. Fee vielleicht. Machen wir doch eine Fee. Glaskim, okay. Gris. Die Gris, die Aggressive. Die Aggressive. Wo ist denn? Ah, da. Genau. Noch wenn die da Moosfelsen. Ich denke, damit wir einen Moosfelsen haben. Oh, endlich mal wieder die Bälle. Das, also wenn wir Moosfelsen haben, dann gewinnen grüne Städte. Das wird einfach jo, so gemacht, dass es effektiver ist. Ja, jetzt sind wir wieder voll. Mist. Aber wir können ein paar Sachen rein tun. Krass. Okay. Super Tränke auch. Ja, okay, das Fleisch auch. Brot natürlich. Und das ist Topschutz. Safari Ball. Hyperheil ist sehr wichtig. So, okay. Boah. Super Schutz auch. Ah, oh, endlich wieder mal viele. Oh, gut. Oh. Ja. Aber eine Rose möchte ich noch mitnehmen. Ja. Komm, lass es. Weil wir müssen mit dem Käferhaus schon ein bisschen Blumen setzen. Aber ja, wir können ja das dann später noch holen. Ist die hier oben auch, hä? Ist eine Treppe hoch? Hätte ich fast nicht gesehen. Ein Verschmelzer. Okay. Was ist, wenn wir jetzt ein bisschen Kohle reintun? Was gibt's dann? Tronzi und Latschibären. Und dann? Ein gelber Saft. Jo. Aber ich hätte gerne die Tronzi-Beere und die Latschi-Beere eigentlich noch gehabt. Ist jetzt nicht so schlimm. Ach komm, Äpfel. Die sammle ich nachher gleich nochmal. Also wenn wir nochmal so eine Stadt finden, müssen wir mal schauen, ob da ein Markt ist mit diesen Sachen. Oh geil, ein Froggy-Chair. Den muss ich dann noch mitnehmen. Hm. Gut, da oben ist leider sonst nichts mehr. Polizist Franz. Hey, Sie da, hören Sie auf, Schaufel einzusetzen, um in Häuser einzubrechen, verstanden? Ich habe noch nie Schaufel eingesetzt. Hä? Auch die Benutzung von Raub ist dringendstens untersagt. Ja, das habe ich auch noch nie eingesetzt. Ich bin braver. Ich bin ganz ein braver. Aha, ich wusste es. Hat irgendwo einen Schatz. Und hier ist ein Fang. Was? Fattungknoten. Ein Gegenstand, der von einem Pokémon getragen werden kann, wird der Träger betört geht. Das ist auch für den Angreifer. Oh, Gegenbetörung. Oh. Der Eisenhammer. Das ist kein Seebahn. Den Eisenhammer brauche ich schon mal. Ja, das muss ich jetzt nicht unbedingt schon mitnehmen. Also ein Froggy-Chair müssen wir noch holen. Und hier ist noch eine grüne Boot. Das ist ein Stiefel. Ich mache den Part ein bisschen länger, damit wieder Ding, und ich sortiere das einfach mal hier unten rein. Einfach, damit wir die restlichen Sachen auch noch direkt haben. Gut, aber hier auch noch raus. Boah, ist das heftigst. So. Auch das Brot nehme ich mit. Gut. Dann holen wir das noch. Grüne Stadt. Also in die Richtung. Jo, wir haben viel zu viel Loot. Ja. Viel zu viel Loot. Irgendwo da unten. Da haben wir aber auch noch Bären, die müssen wir auch noch holen. So, wie kommen wir wieder rein?
Ach, komm schon. Bin auf der anderen Seite. Einmal ums Haus. Wieso nicht? So. Hoch mit dir. Da haben wir schon mal Äpfel. Da draußen der Terrasse ist nichts. Doch. Oh, geil sieht das aus. Da ganz oben. Auf dem Dach ist nichts. Schade. Aber wir haben ja eine Windmühle oder so. Das. Krass. Ich wollte eigentlich da ins Besteck hoch. Hä? Ja, okay. Hier was. So. Genau, der Knäuel. Können wir eigentlich auch mitnehmen. Die Sachen. Und die Sachen. So. Also, den Froggy Chair. Ja, den Endtisch. So. Und den Ventilator dieses Mal auch. Die Glocke. So. Und jetzt gehen wir noch zum Bärenbusch runter. Hier haben wir noch ein Buch, das ist wichtig. Ja. Meine Güte, noch ein Buch. Brot. Apfel. Ich fühle mich belästigt von diesem Mod. Hat zu viel Loot. Das nehmen wir noch. Das Banner. Sorry fürs Loch machen. Wusste ich nicht. Wo ist das Banner? So, jetzt. Gut. Und hier drinnen nochmals ein Banner, nochmal im Webstuhl. Aha. Ist das einfach? Einfach ein Durchgang. So. Okay, Pokebälle noch. Ja, die Fische auch. Sehr gut. Ja, hinten dran ist nichts mehr. Team Rocket. Wir verleugnen diese beiden Clowns und das Mauzi. Sie sind eher ein Regenbogenrakete. Hä? Ein bisschen schlecht übersetzt. Aber egal. Der andere ist eine Trainerin. Gut, wo haben wir jetzt da diese Abikokos noch schnell? Ah, da oben, hä? Gut. So, hier ist ein Ast. Und der Ast. Ja, hier haben wir wieder gleiche Büsche. Ich möchte eigentlich schon, ja, irgendwie nochmals die zwei Beeren bekommen. Ich habe einfach ausgetestet, das Ripberry, glaube ich noch nicht. Kann nicht sein. Okay, da haben wir aber. Grün sind die. Und das ist Honmel. Honmel haben wir, glaube ich, gleich angepflanzt. Erst kürzlich. Also erst in diesem Part. Jo. Okay. Immerhin. Genau, Honmel auch wieder. Jo, ist eine schöne Stadt gewesen. Hat Spaß gemacht, die zu erkunden. Mhm. Also wir werden noch mehr erkunden, die Stadt, aber ich denke nicht gerade im Anschluss. Sonst haben wir nichts mehr, oder? Okay, noch ein Portal hier. Easy. In die Richtung will ich dann auch noch kurz mal gehen. Aber ich denke nicht direkt im nächsten Part. Ich will nicht so lange immer Städte durchsuchen. Ja, und dann brauchen wir einfach andere Biome, vor allem ein Mesa-Biom für ein paar Sachen für die Käfer-Arena und so. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.